Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video die Kontaktverwaltung Teil 4, die Datenbankanbindung, jetzt hier anschauen. Und dazu sollten wir eben die Applikation, die wir aus dem vorherigen Video schon kennen, eben so anpassen, dass wir hier eine Datenbank als Grundlage haben. Neben dem Einfügen der Datenbank, also ich habe es schon fertig programmiert, ich werde jetzt in diesem Video nichts vorprogrammieren, habe ich dennoch auch die Applikation mal auf Model View View Model umgestellt. Das ist ein Design Pattern, das sehr stark im Microsoft-Umfeld bzw. im XAML-Umfeld genutzt wird. Wie schaut das aus? Im Prinzip haben wir jetzt auch schon im Designer eigentlich hier Daten, die wir eben nutzen können, um beim Design schon zu sehen, wie das Ganze hier aussieht. Dazu habe ich auch die Struktur im Vergleich zu vorher geändert. Wir können das uns ja mal ganz kurz anschauen. Im Prinzip, das erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich hier diese zusätzlichen XAML Namespaces hinzugefügt habe für eben diese Markup Compatibility. Dann für Design, und das sind meine Sample Data Objekte, die ich hier einsetze. Und wenn ich diese drei Sachen hier hinzunehme und noch Ignorable auf D setze, also dass sozusagen dieser Design Namespace zur Laufzeit, wenn das Programm tatsächlich läuft, vollkommen ignoriert wird, also im Prinzip dann hier diese Anweisung, dann kann ich eben jetzt hier in den sogenannten Data-Kontext, den jedes Framework-Element hat, eben Daten reinsetzen, die dann auch tatsächlich hier im Designer genutzt werden. Diese Daten sind nicht zur Laufzeit da, aber ich kann hier eben beispielsweise dieses Main-Window-View-Model-Sample-Data-Objekt erstellen. Und der Punkt ist eben bei diesem Pattern, das kann ich ja auch noch mal kurz zeigen. Im Prinzip ist das hier jetzt eben die View, aber die View hat selbst eigentlich keine UI-Logik. Diese UI-Logik ist in einem anderen Objekt, das nennt man eben das ViewModel. In diesem Objekt werden die Daten für die View aufbereitet und man bindet sich dann eigentlich bloß noch hier. Ich muss den Pfeil in die andere Richtung machen. Hier passiert eben Data Binding, das was ich auch in einem der vorherigen Videos schon angesprochen habe. Und das ViewModel selbst ist wirklich eine ganz normale Klasse, die muss nicht von bestimmten WPF-Typen ableiten. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie das ist. Ich habe hier eben zum Beispiel den Title des Main Windows. Wir sehen, hier steht Contact Manager drin, also ich habe jetzt hier auf Englisch umgestellt. Ich habe hier eben keinen direkten Wert, den ich hier reingesetzt habe, so wie es in dem vorherigen Beispiel der Fall war, sondern ich habe hier wirklich ein Binding an etwas, was im ViewModel ist. Wenn ich bei einem Binding nur einen Pfad angebe, dann geht es automatisch auf den Data-Kontext. Der Data-Kontext ist eben eine Eigenschaft, da kann ich ein beliebiges Objekt reinstecken. Und der Vorteil ist, der Data-Kontext wird auch über den Baum, diesen Element Tree, den ich hier aufbaue, also Window und alle seine Kinder und das Grid und all seine Kinder, wird jeweils weitergegeben. Das heißt, wenn ich auf dem Window den Data-Kontext setze, ist dieser Data-Kontext auch beim Grid, bei der Listbox, beim Content Control und allen Kindern eben weitergegeben, außer sie definieren ihn selbst. Dann geht es natürlich nicht weiter. Aber üblicherweise macht man das eben so, dass man, wenn man eine Ansicht hat, setzt man da einmal auf dem obersten Element, hier eben das Fenster, den Data-Kontext, und diese Eigenschaft steht dann sozusagen allen Elementen in dieser Ansicht zur Verfügung. Dann hat sich hier auch die Struktur geändert, weil ich eben hier jetzt nicht mehr direkt Buttons erstelle, sondern ich mache eigentlich bloß Repräsentationen von Objekten, die sich eigentlich selbst nicht darstellen können. Also beispielsweise hier die Listbox, hier haben wir die Item Source, die bindet sich an eine Collection View für die Contacts.
Und das hier ist interessant, wir haben jetzt eben kein Stack-Panel mehr, wo wir eben einzelne Textblöcke drin hatten, sondern wir haben eigentlich bloß ein Content-Control und das bindet sich eben an das aktuell ausgewählte Item in dieser Collection-View. Und ich habe hier eben ein Data-Template definiert, wie dann jeder Kontakt hier dargestellt werden soll. Das schaut eben im Endeffekt aus wie vorher. Aber im Prinzip kann ich jetzt auch einfach durch Austausch dieses Data-Templates ganz einfach anpassen, was hier oben passiert, ohne dass ich wirklich an der View selbst etwas ändern müsste. Das Content-Control bleibt bestehen, ich müsste bloß das Content-Template dann ändern. Genauso habe ich hier unten keine direkten Buttons mehr, sondern ich habe hier eben ein Items-Control eingesetzt und im Items-Control habe ich eben ein Stack-Panel eingesetzt mit der Orientierung Horizontal und jedes Element, was wir hier haben, ist letztendlich bloß ein Button und der Inhalt dieses Buttons ist eben ein Name und ein Button repräsentiert eigentlich bloß ein Command, was ich hier in dieser Liste habe. Also ich habe hier sozusagen drei Commands, einmal hinzufügen, einmal editieren und einmal löschen. Und hier haben wir noch speichern. Wenn wir uns dann mal die Code-Behind-Datei kurz anschauen, hier sehen wir auch, hier ist absolut nichts drin, bloß der Konstruktor mit initialize-component. Das Wichtige, an was sich das Main Window eben bindet, das findet man im Main Window View Model. Und hier finden wir eben einerseits den Titel, an den wir uns hier binden können. Dann haben wir hier eben die Contact Commands. Das sind eben, hier sind wir, das sind diese drei hier unten. Das ist das Save Contacts Command, das habe ich nochmal extra gewählt, weil ich das eben hier visuell separiert habe. Also im Prinzip sieht man das dann hier. Das ist dieses Save Contacts Command und dann haben wir eben noch diese Collection View und eine Collection View ist einfach bloß ein Element, was eine bestehende Collection wrapped. Also sozusagen sie kapselt auf Deutsch und eine Collection View hat die tolle Eigenschaft, neben den einigen Sachen, die man hier schon sehen kann, dass man eben filtern, gruppieren und sortieren kann, hat es auch für mich die interessante Eigenschaft, dass es eben ein Current Item gibt. Das habe ich gesucht. Und dieses Current Item ist eben genau das, was die Listbox sozusagen gerade ausgewählt hat. Also an dieser Eigenschaft kann ich eben auslesen, welches Element gerade ausgewählt wird. Genau, also im Prinzip, das war jetzt mal die Aufteilung, wie man eben jetzt das Main Window mit Model View View Model macht. Genauso habe ich natürlich diesen Dialog, den wir hier haben, komplett mit Model View View Model gemacht. Schaut zwar jetzt ähnlich aus, aber wir sehen hier auch an der linken Seite, ich konnte die Namen entfernen, weil ich in der Code-Behind-Datei, wie wir auch hier sehen, da ist einfach nichts mehr drin. Und ich nutze hier einfach bloß Bindings an die entsprechenden Properties des gerade editierten Kontakts. Und das sozusagen... das eigentliche Objekt wird eben über ein Binding aktualisiert, wie wir hier sehen. Und deswegen können wir uns auch diesen kompletten Code, den wir vorher im vorherigen Video erstellt haben, wo wir eigentlich bloß Informationen von einem Objekt in andere Objekte geschoben haben, das konnten wir uns durch Data Binding komplett sparen. Genau. Ja, und dann habe ich noch einige Commands. Das können wir uns ja auch mal anschauen. Wenn ich hier mal auf Commands eben runtergehe. Ich habe hier zum Beispiel ein Close Dialog Command. Also alles, was wir vorher in der Code-Behind-Datei vom Main Window hatten. Im Prinzip passiert hier eigentlich nichts Besonderes. Ich kriege hier einen Name, ein Fenster und ich brauche eigentlich gar keinen. Brauche ich hier einen Namen? Doch, ich brauche einen Namen.
Das ist für den Okay-Button und den Abbrechen-Button im Dialog. Deswegen. Genau. Und wenn eben hier Execute aufgerufen wird, setze ich den Dialog Result und schließe dann das Fenster. Das, was wir vorher in einer anderen Methode mit drin hatten, ist hier gekapselt. Wenn hier dieses Edit Contact Command ausgeführt wird, passiert eigentlich auch nichts Besonderes. Ich hole mir eben das Current Item aus der Collection View und klone das dann, damit ich eben ein identisches Objekt habe, gebe das eben an einen Dialog Service, auf dem ich Show Dialog aufrufe. Warum mache ich das hier so kompliziert? Weil über dieses Create erstelle ich sozusagen View und View Model. Und die eigentliche Logik ist ja im View Model. Das Fenster anzeigen und so weiter. Also Show Dialog ist natürlich aber auf der View drauf, auf diesem Fenster. Deswegen habe ich hier eben das hinter einer sogenannten Service-Fassade gekapselt. Können wir uns ja auch mal kurz anschauen, wie die aussieht. Hier habe ich irgendwo eine Implementierung. Genau. Also diese kriegt eben einen Added Contact Dialog und das entsprechende View Model dazu. Und eine Service-Fassade ist im Prinzip nichts anderes als, die kapselt mehrere Objekte und stellt die API dieser Objekte in vereinfachter Weise bereit. Und letztendlich werden, wenn ich hier Aufrufe mache, aber bloß diese Aufrufe an die entsprechenden Objekte weitergeleitet. Und das ist eben eigentlich genau das, was ich hier jetzt in diesem Kontext brauche. Ich möchte bloß einmal Show Dialog aufrufen und mir dann eben den Kontakt noch holen. Current Contact brauche ich jetzt hier in diesem Fall sogar nicht mal. Aber wichtig ist ebenfalls hier, dass ich Show Dialog aufrufe. Genau. Und dieses Main Window Title View Model ist eben dazu da, dass ich, wenn Änderungen gemacht werden, kann ich diese eben über Add Asterisk to Title. Dann wird eben im Titel des Hauptfensters ein Asterisk hinzugefügt. Also ich habe jetzt diese Methode auch nicht mehr oder diese Funktionalität direkt in den einzelnen Methoden drinstehen, sondern ich habe diese auch gekapselt. Ja, und die anderen Kommandos, die sind genauso ungefähr aufgebaut. Hier hole ich mir halt eben nochmal diesen Dialog-Service und gebe hier dann eben, sofern das okay war, hier diesen Contacts-Dialog in die Contacts-Collection hier dieses neue Element rein. Und ja, im Prinzip sind die alle nach dem gleichen Schema aufgebaut. Der Punkt ist eben, dass das, was wir vorher in der Main-Window Code Behind hatten, die ist ja schon verdächtig lang geworden, wenn wir uns die mal im Vergleich hier anschauen. Also ich selber habe halt meine Klassen, wenn die über 100 Zeilen lang sind, ist das für mich ein Indiz, dass ich da viel zu viel drin mache, und im Prinzip habe ich hier auch ja alles drin gemacht. Man sieht ja, ich habe viele Methoden, hier auch statische Methoden, die man eigentlich, also sowas ist immer ein Anzeichen dafür, dass man eigentlich diese Methode auslagern sollte. Okay, und wenn wir uns das jetzt eben hier anschauen, da ist nichts mehr drin und ich habe auch verschiedene Klassen, die eben nach dem Single Responsibility Principle implementiert sind. Das lernen wir auch in einem späteren Video noch genau kennen, eben diese Sachen jeweils abgekapseln. Kommen wir zum eigentlich Interessanten. Wir möchten nämlich schauen, wie die Anbindung an die Datenbank aussieht. Das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist, dass ich hier über NuGet hier eben gesagt habe, ich hätte gerne Entity Framework. Wir sehen schon, ich habe es hier in den installierten Paketen mit drin. Und ja, hier ist Entity Framework mit SQL Server. Das heißt, wir können Microsoft Datenbanksysteme ansprechen. Und was habe ich dann gemacht? Natürlich hier erstmal einen Contact DB Context, und hier habe ich eben ein DB Set drin für Kontakte, also nichts Besonderes. Wir haben hier eben dann noch die Contact Klasse, die habe ich um eine Eigenschaft ID erweitert. Warum? Naja, man braucht eben eine ID, um als Eintrag in einer Tabelle in der Datenbank zu landen. Und mal ganz ehrlich, ein Contact war schon immer eine Entity.
Also sobald ein Kontakt erstellt wird, kriegt der eine ID. Dann kann sich über den gesamten Lebenszyklus dieser Information eben einiges ändern. Also was weiß ich, Vorname, Nachname, vielleicht heiratet der und der kriegt dann einen anderen Namen. Aber nichtsdestotrotz, es ist die gleiche Person und die ist eben identifiziert über eine ID. Das spricht man eben, oder das heißt Entity im Fachjargon bei uns in der Informatik. Und genau deswegen habe ich hier natürlich auch die ID hinzugefügt. Also wenn ich ganz genau sein möchte, mache ich hier sogar noch ein Data Member dazu, wenn man das eben noch serialisieren möchte. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Recht viel mehr muss man hier nicht machen. Das Letzte, was ich noch geschrieben habe, ist einen sogenannten Contact, einen Initializer für die Kontakte. Was passiert hier, wenn eben die Datenbank vom Database-Kontext zum ersten Mal erstellt wird, dann möchte ich gleich, dass die Standardkontakte eben sofort drin landen. Also wenn wir mal das SQL Server Management Studio aufmachen, wo wir uns hier eben mit LocalDB verbinden können, dann finden wir hier eben diese Datenbank, die dafür erstellt wurde. Und standardmäßig ist es halt so, dass dann, wenn sie zum ersten Mal erstellt werden, gleich diese drei Elemente, die wir hier unten sehen, die sind dann eben standardmäßig drin und ich muss quasi nicht, wie beim vorherigen Beispiel, gucken, gibt es die Datei, wenn nicht, dann erstell eine Collection mit drei Standardobjekten im Memory und wenn dann das Programm endet, dann soll es gespeichert werden. Das habe ich hier so nicht gemacht. Genau, das sind dann mit einem DB-Initializer kann man eben hier, wenn man diese Seek-Methode überschreibt, sofort zum Kontext, wir sehen hier, das ist der Contact DB-Kontext, wo wir hier eine Instanz bekommen, hier einfach AddRange aufrufen und hier bekommen wir dann eben die Contacts rein. Und diese Seek-Methode läuft eben auch bloß einmal, wenn die Datenbank zum ersten Mal erstellt wird oder wenn ich hier eben Model Changes habe. Okay, dann zurück. Wie schaut der Composition Root aus? Wir haben jetzt hier natürlich ein bisschen mehr drin. Wichtig ist aber eigentlich hier bloß, dass ich mir diesen DB-Kontext festhalte. Den initialisiere ich eben einmal, wenn die Applikation startet und lade mir sofort alle Kontakte aus der Datenbank. Das mache ich über diesen Load-Aufruf. Und ich kriege eine Observable Collection of T, die ich ja fürs Data Binding brauche, indem ich hier contacts.local aufrufe. Also das ist eben eine Eigenschaft auf DBSet, wie wir hier sehen. DBSet of T, was wir eben eingesetzt haben bei Entity Framework. Und wir sehen hier, mit Local kann ich eben auf eine Observable Collection zugreifen. Und der Vorteil ist eben, wenn ich Sachen in diese Observable Collection reinsetze oder sie verändere, dann habe ich A, den Benachrichtigungsmechanismus, den ich brauche, damit sich meine View über Data Binding automatisch aktualisieren kann. Und B, ist das Ganze dann auch noch mit dem Database-Kontext hier gesynkt, den ich hier habe. Und damit ist dann eigentlich auch das Wichtigste gesagt. Ich erstelle mir dann hier noch eine sogenannte Collection View, die ich gerade eben schon angesprochen habe. Dann hier eben eine solche Factory und hier eben die Commands, die dann angezeigt werden, das Save Contact Command und die injiziere ich letztendlich alle über Dependency Injection in das Main Window View Model und setze dann im Main Window eben den Data Context auf dieses Main Window View Model und das ist eben genau das Wichtige, das man machen muss, damit diese Bindings, die ich in der View definiert habe, dann eben funktionieren. Und der Rest ist einfach bloß Main Window registrieren gegen die Application und Show aufrufen. Nichts Besonderes. Ja, so sieht's aus. Wenn wir das Ganze jetzt starten, dann schaut es immer noch aus wie vorher. Also wir haben hier jetzt eben die Datenbank angesprochen und die Sachen geladen. Der Kontext ist jetzt eben über die ganze Zeit der Applikation offen. Wenn die Applikation endet regulär, dann rufe ich hier eben das Post auf, was letztendlich nichts anderes ist, als dass ich den Database-Kontext hier
mit Dispose aufrufe, damit wird die Verbindung geschlossen. Wenn irgendwo eine Exception auftritt, habe ich noch iDisposable implementiert, inklusive eben diesem Finalizer, oder Entschuldigung, diesem Destruktor, was dann letztendlich ein Finalizer intern wird. Wenn hier eben irgendwann mal der Speicher dann freigeräumt wird, wenn die Applikation abstürzt, wird auf jeden Fall auch die Verbindung zur Datenbank getrennt. Und deswegen habe ich hier tatsächlich einen Destruktor mal benutzt. Da macht es tatsächlich mal Sinn. Genau, der Punkt ist eben, dass ich hier eben einen sogenannten langlebigen DB-Kontext habe. Der ist eben, während die Applikation läuft, komplett offen. Das heißt, das macht man üblicherweise in Rich Clients. Ansonsten kennt man es aus dem Thin Clients eher so, dass pro Anfrage ein oder pro Abfrage letztendlich der DB-Kontext geöffnet wird oder geschlossen. Aber ich möchte, oder für dieses Beispiel ist es nicht notwendig. Okay, dann schauen wir uns das nochmal an, was man hier jetzt machen kann. Also wie gewohnt, ich kann hier eben jetzt mal mich beispielsweise hinzufügen in so eine Telefonnummer. Und hier haben wir jetzt regensburg.de. Wenn ich jetzt OK drücke, dann lande ich tatsächlich auch hier. Und letztendlich bin ich aber auch schon beim DB-Kontext registriert. Das heißt, wenn ich hier jetzt eben dieses Save-Command aufrufe, da kann man auch nochmal kurz einen Breakpoint reinsetzen, was hier genau passiert, wenn dieses Kommando eben ausgeführt wird. Wir landen jetzt eben hier drin. Was ich mache, ich sage Database Context Save Changes und dann entferne ich eben wieder dieses Sternchen im Titel des Fensters, und wenn wir hier vorbei sind, dann bin ich eben jetzt hier. Was ich hier jetzt eigentlich noch hinzufügen sollte, ist ein Try-Catch-Block, damit ich eben hier, wenn ich dieses Kommando ausführe, dann sagen kann, ups, hier, was weiß ich, Datenbankverbindung weg, jetzt habe ich ein Problem. Aber das habe ich jetzt in diesem einfachen Beispiel jetzt nicht eingebunden, weil wir ja sowieso gegen eine lokale Datenbank gehen, wo wir eben nicht den Faktor haben, dass wir Aufrufe über ein Netzwerk machen und dann Probleme haben. Genau, aber wenn wir jetzt mal hier nochmal diese Abfrage aktualisieren, dann sehen wir jetzt auch, dass ich tatsächlich in der Datenbank gelandet bin. Hier unten, da ist mein Eintrag, und wie gesagt, die ID wird eben automatisch von Entity Framework vergeben, und das hier sind eben die Sachen, die ich über die Oberfläche eingegeben habe. Und jetzt sieht man eben mal eigentlich an diesem Beispiel, wie so eine komplette Applikation im Mini-Format, also die ist wirklich jetzt nicht sehr aufwendig, aussieht, wenn wir eben mal von der Core-Logik, die jetzt nicht wirklich groß ist, über ein User-Interface bis hin zum Data Access dann in all diese drei Bereiche gehen und diese verknüpfen. Ja, damit bin ich auch schon am Ende von diesem Video. Wie gesagt, lassen Sie sich nicht von der Anzahl der Typen hier abschrecken. Im Prinzip sind diese Typen sehr klein. Ich glaube, das Größte ist wirklich Contact. Ansonsten, wenn wir uns hier eben die Sachen durchschauen, die sind alle wirklich bloß ein paar Zeilen lang, und dadurch sind diese Elemente auch sehr leicht zu verstehen. Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald.